Nach der SPÖ, den Grünen und der ÖVP sind gestern Abend auch die Neos offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. Und zwar unter dem Motto Bewegung für Niederösterreich. Mehr als 100 Funktionäre und Sympathisanten waren beim Auftakt in Mödling dabei. Die Neos wollen, wie sie sagen, das verkrustete Machtsystem aufbrechen und fordern eine nachhaltige Politik. Es ist das erste Mal, dass die Neos landesweit in Niederösterreich antreten. Mit Schwung wollen die Neos in den Wahlkampf starten. In Mödling präsentieren sie sich sowohl als Kontrollkraft als auch als politischer Reformmotor. Sie fordern eine nachhaltige Politik auch für künftige Generationen. Spitzenkandidatin Indra Colini kritisiert vor allem die Verschuldung Niederösterreichs und spricht sich für eine Schuldenbremse aus. Der höchste Berg in Niederösterreich, der unserer Zukunft im Weg steht, das ist der Schuldenberg. Dieser Schuldenberg, der ist ganze 8 Milliarden Euro hoch. Und natürlich sind die Schulden von heute, das sind die Steuern von morgen. Also wir geben unseren Kindern riesengroße Rucksäcke hier mit auf den Weg. Und damit muss endlich Schluss sein. Keine neuen Schulden. Kritisiert wird die Machtfülle der ÖVP. Die Neos stünden für unabhängige Kontrolle und mehr Transparenz in der Landespolitik. Die Backelei und die Willkür, die muss raus. Und es muss mehr Demokratie und Kontrolle hinein. Die Neos fordern auch mehr Geld für die Bildung, eine Halbierung der Parteienförderung und ein Ende des Proporzsystems. Die Bürger müssten generell mehr Freiheit bekommen. Wir sind eine Freiheitsbewegung. Wir sind eine Bürger- und Bürgerinnenbewegung. Und wir sagen, Niederösterreich ist ein schönes Land. Und wir sind uns einig, Indra Colini, wir wollen, dass es auch ein freies Land wird. Frei von Korruption. Frei von Schulden, frei von Backelei. Das Wahlziel der Neos ist der erstmalige Einzug in den niederösterreichischen Landtag.